Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal habe ich hier ein Schmugglerversteck ausgeräumt. Gibt's hier noch eins vielleicht? Dann hole ich mir das auch noch schnell. Da oben gibt's eins. Aber das ist mir jetzt zu weit. Oder? Na, es ist zu weit. Das laufe ich jetzt nicht hin. Ich könnte auch zum Tor des Hierarchen, aber dann gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt. Die Mätressenliste werden wir dann abarbeiten. So, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen gefunden. Sind aber allesamt schlechter als meine. Oh, 50 Ausdauer. Der ist auf jeden Fall besser als meiner. Oha. Der Kyras und... ja, so einen habe ich doch schon an hier. Ne, den habe ich... Den trage ich doch sogar... Ne, das ist der andere. Der ist ein bisschen schlechter. Der ist vom Level niedriger. Naja. Haben wir noch ein besseres Schwert? Nein, ich kann hier leider das Schwert noch nicht besser machen. Aber bald haben wir Level 15. Dann kann ich die ganze aufgerüstete Drachenschulen- oder Greifenschulen-Klamotte tragen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gut. Gehen wir zurück in die Stadt. Wo gibt's denn hier einen Gesellenschmied, meine Güte? Ich will nicht irgendwie online nachgucken. Ich hoffe darauf, dass ich hier einen in der Stadt finde. Andererseits könnte ich noch ein Level warten. Dann haben wir, glaube ich, auch die Voraussetzung... Ja, ja. Um Hattoris Quest zu machen. Die ist nämlich Level 20 und die war mir noch ein bisschen zu hoch, aber sollte ja dann gehen. Mal gucken. Mal gucken. War das nicht das Haus der Bettler? Hier war ich doch schon mal. Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Wir wollten nur... Wir wollten nur was? Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Sultan! Das ist Sultan, Leute. Sultan Shilvai. Bester Zwerg. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Na klar, Kumpel. Verdammt nochmal! Na klar. Au. Au. Au, du. Drachenficker! Ich geb dir gleich Drachenficker. Komm, einen haben wir schon mal. Nicht schon wieder Dresche. Weg hier. Komm zu, Papa. Reißt euch zusammen, Jungs. Ah, komm schon. Ihr seid doof. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Berlin verlassen. Scheiß Mutanten. Wie scheiß Mutanten. Es ist nur einer ein Mutant, das bin ich. Hört jemand Arsch? Ein Brief von Fran? Was? Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Oh, seht mal die Vergiftung. Das sieht man richtig im Gesicht. Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Erzähl keinen Scheiß, Geralt. Schütt mir auf der Stelle dein Herz aus. Oh, ich mag Sultan. Ich suche nach Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein. Aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Ein paar Dinge. Lass mich raten. Triss? Yennefer vielleicht? Triss und ich haben geredet.
konnten ein paar Dinge klären. Und Yennefer, tja. Du hast sie also gefunden. Ha, davon musst du mir erzählen. Das mache ich ein andermal. Jetzt muss ich mich um etwas Wichtigeres kümmern. Was meinst du damit? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Oha. Gucken wir mal kurz. Den Brief von Fran. Wann kehrst du nach Zidaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herrin um einen freien Tag. Ich dachte, das wäre jetzt was Wichtiges. Oh, ich habe da irgendwas gebraut hier. Was ist denn das? Ein Gabelschwanz absud. Ah, okay. Die Intensität der Zeichen wird erhöht. Muss mal ganz kurz rasten, denn ich bin ein bisschen angeschlagen. So. Außerdem. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Brief von Bomil de Rabbe. Ja, Rittersporn begnügt sich mit den einfachen Dingen des Lebens. Also Wein und Frauen. Ja, nicht, dass Frauen einfach sind, aber naja, das, was er mit ihnen macht, ist recht einfach. So Grundbedürfnis und so. Also Grundinstinkt sogar. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Verehrter Viscount, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmte unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau, Baronin Duvelet, so tief, in gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzerten. Bomil de Rabbe. Ja, also Rittersporn hat's wirklich drauf. Der ist im ganzen Land bekannt und der hat quasi, wie soll ich sagen, nicht Narrenfreiheit, aber ihm tut so schnell keiner was. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Ernsthaft, das ist Rittersporns richtiger Name? Viscount? Warte mal, weil irgendwann im Buch hat er mal gesagt, das ist sein Rittersporn ist sein Name und den möchte er auch nur kundtun. Also er möchte seinen wahren Namen nicht preisgeben. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Julian Alfred Pankratz de Lettenhove, oh Gott. Also diesen Namen, den würde ich auch nicht mit mir rumtragen wollen. Jährlicher Balladenwettbewerb, silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jodeln bei und ich, ach, davon ein andermal. Okay. Die Nase ist zu klein. Ja, und das Schwert zu groß. Geht das wirklich so? Tötet man so einen Wyvern? Na, die Technik stimmt nicht ganz, aber man muss zugeben, dass er es mit Schmackes macht. Oh ja, der gute Rittersporn. Brief einer weiblichen Bewunderin. Davon hat er einige. Das ist so ein Lebemann. Ich bin so ein bisschen neidisch irgendwie. Also, als Geralt wäre ich wohl neidisch. Brief einer weiblichen Bewunderin. Die Kraft deines fesselnden Blicks, dein Antlitz, so rot und heiß. Die ganze Welt drehte sich in einem Wirbel des Vergessens und ich fiel der reinen Ekstase anheim, trank ihren Nektar, die Musik, der Gesang. Du. In diesem Moment war ich die Laute und du spieltest mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Oh Gott, das ist ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen peinlich berührt. Eieieiei, Rittersporn, du bringst aber auch die Frauen hier. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts.
Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Ich finde das klasse. Lesen wir mal was zu Sultan, oder? Sultan ist ein super Typ. Werdet ihr sehen. Nein. Sultan Shivai. Nicht Shilvai, Shivai. Ich habe Shilvai gesagt, glaube ich. Naja. Blau Junge. Zeresan Kret hatten wir. Wo ist er denn? Sultan Shivai. Ach gut, das ist nach Alphabet geordnet. Sultan Shivai, Zwerg, Glücksritter, Veteran von Brenner, unerschütterlicher Optimist, überzeugter Altruist, Freund starker Getränke und rauer Lieder, meisterlicher Gewinnspieler und vor allem teurer Freund von Geralt und mir. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Sultan Shivai. Wir freundeten uns vor vielen Jahren an, als Geralt und ich im vom Krieg gezeichneten Flussland auf Sultan und seine Leute stießen. Seither hat das Schicksal oft dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzten, und schließlich wurden wir unzertrennliche Gefährten, die miteinander durch dick und dünn gehen. Zu Beginn unserer Geschichte hatten Sultan und ich gemeinsam ein Geschäft gegründet, eine Taverne in Novigrad, die Rosmarin und Thymian hieß. Ja, Sultan haben sie damals getroffen, als die Nilfgaarder das Land überrannten. Sultan war mit einigen zwergischen Kumpanen gemeinsam unterwegs und die haben Frauen und Kinder gerettet. Quasi die Kriegs... Nun steh da nicht einfach rum. Lies, vielleicht erfahren wir was. Ja, quasi die Kriegsversehrten. So, ich würde sagen, wir lesen das mal, sonst steigt uns Sultan aufs Dach und da möchte ich ehrlich gesagt mich nicht mit ihm anlegen. Rosa war Atre, vom Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Hä? Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch schmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa nahe der Leichenhalle. Vespula. Obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut. Und mein Herz hier schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Fernek. Wäscherei an der Ponta-Mündung. Marabella. Himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherben am Armenplatz. Ilial, ein seltsames Wesen von zwiefacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Okay. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwiner Wälder jagen, so lange ist Novigrad. Luisa Lavalette. Warte mal, über die will ich jetzt auch mal was lesen. Luisa Lavalette. Wo haben wir sie denn? Aha.
Baronin Maria Luisa Lavalette war zu ihrer Zeit das Gesprächsthema schlechthin in Temerien. Diese Adelige war die Geliebte von König Foltest gewesen und hatte ihm sogar zwei uneheliche Kinder geschenkt. Dies führte zu einem Skandal und einige adelige Familien griffen zu den Waffen, um einen Aufstand anzuzetteln, der aber von den Männern des Königs brutal niedergeschlagen wurde. Burg Lavalette wurde nach einer hart umkämpften Belagerung vom König erobert. Ja, das haben wir, glaube ich, in Teil 2 gesehen. Die Burg Lavalette. Sultan, wie wär's mit einer Runde gewinnt? Was hältst du davon? Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Ach, das war auch im Buch mit Vespula. Die war ziemlich sauer auf ihn, ja. Die hat ihn ganz schön beschimpft und er nur, oh meine Liebe, oh meine Rose, oh, do, 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 do. Er wollte es die ganze Zeit wieder gut machen, Rittersporn, aber naja, sehr von geil. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa war Atre, hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber war Atre. Ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Sehr gut. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Es ist so super. Na gut, Vespula. Wo findet man die Gute denn? Ah, sie ist da, am Tor des Hierarchen. Die nächste ist gleich hier. Das ist dann, ja... eine andere Mätresse. Soll nicht die Läuse fressen, räudiger Zwerg. Hey, Hübscher. Mir reicht's mit dieser Arbeit. Lass bloß den lieben Sultan in Ruhe. Das ist kein räudiger Zwerg. Der ist cool. Ich mag Sultan. Junior sagt, du hast vereinbart, ihm jetzt...
Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Boah. Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Geht. Jetzt. Hör mal. Du hast vielleicht zwei Schwerter, aber wir sind zu viert. Ja, vier Männer, um einer Wäscherin Tribut abzuzwingen. Da habe ich wohl nicht viel zu befürchten. Da irrst du dich aber. Ihr Schweine! Umzingelt ihn! Haltet euch die Augen zu! Oh, warte. Na, stirbst jetzt auch schon vorher, ne? Ja, das Pech. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Schon gut. Das kann man auswaschen. Natürlich. Man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Ja, sie wurde halt sehr rabiat dargestellt im Buch und ich glaube auch ein bisschen dick, aber auch sehr vollbusig. Gefällt ihm wohl. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Oh, sie mag ihn trotzdem noch. Ja, Rittersporn, der tut eben alles, um die Frauen glücklich zu machen, auch wenn er sie von vorne bis hinten belügt. Naja. Ist halt, wie sagt man so schön, ein Lover und kein Fighter. Er lässt sich auch von der Frau verhauen. Und jetzt kann ich endlich meine Greifenrüstung anziehen. Leute, ich bin so froh. Endlich wieder richtige Klamotten hier. Guck mal. Zack. Oh, die sieht auch anders aus. Da sind neue Elemente dabei. Ja. Ja.
Oh ja. Jetzt sehe ich da wieder aus wie ein gemachter Mann. Wie so ein Monsterschlechter. Einfach so, wie sich's gehört. Leute, Leute. Haben wir diese zwielichtigen Personen hier überall? Sag mal, was macht ihr da? Oh, der Kleine hier. Du bist so zwielichtig wie ein Rübenkeller. Sagt der Richtige. Kleiner Halbling. Hallo, ist jemand da? Gute Frau. Ich will sie was zu ihrem Liebhaber befragen. Will sie zu ihrem Liebhaber. Warte mal, ist das die Elfe? Die Halbelfe? Elihal? Ich glaube ja. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ach, es ist ein Er? Okay. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Ja, ist schon so ein bisschen androgyn, oder? So besser? Oha. Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Ja. Ihr wart echt... Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Also bist du einfach nur ein Crossdresser. Ist ja okay. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Also hier in Köln sagt man zu einem Stenz eigentlich, also ja, ein Stenz ist ein Prolet. Zählt das hier auch? Kennt ihr das Wort Stenz? Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Vielleicht gibt ihm das ja Inspiration, weiß man nicht. Ja. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Okay, kann ich da was... Da kann ich was kaufen. Naja, gut. Aber Leute, das machen wir nächstes Mal. Denn ich werde den Part hier beenden. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Danke für das Feedback. Und bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3 Wild Hunt.